Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um Aline Bachmann und ihr TikTok-Comeback. Sie ist wieder dort unterwegs und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und wenn euch solche Videos hier gefallen, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Mich gucken immer noch 50% ohne Abo und ich würde mich sehr freuen. Es kostet nichts, ja, und die Glocke drücken und dann bin ich schon zufrieden. Wir sind fast 30.000 und ich würde das gerne bis zum Sommer spätestens erreicht haben. Ansonsten geht es jetzt auch schon los mit dem nächsten Thema. Und es ist durchaus mal wieder spannend, dass Aline Bachmann es schafft, immer wieder auch aufzufallen. Und das jetzt natürlich auch wieder mit so einem Match gegen eine andere TikTokerin, die dort auch eine gewisse Reichweite besitzt. Mandy ist es in diesem Fall, aber im Prinzip sind die Leute da austauschbar. Meistens gewinnen auch die Leute dann gegen Aline Bachmann, kriegen Support. Also im Prinzip ist das da Gebettel auf ganz großem Niveau. Beide treten an und sagen, komm, wer mich mehr supportet, gewinnt ja dort. Und meistens treten beide gegeneinander an und müssen irgendwas Peinliches da machen. Ja, Aline Bachmann hat dann beim ersten Mal vorgeschlagen, sich Eier auf den Kopf zu zerschlagen. Und Mandy wollte zum Beispiel eine Zwiebel essen, ja, eine rohe. Und das ist dann der Content, der die Massen dort begeistert. Das sagt auch schon sehr viel über TikTok und die ganzen Leute da aus. Und ich frage mich auch teilweise, was sind da teilweise für Leute auch erfolgreich? Ja? Da haben ja Leute Reichweiten, wo ich sage, wow, ja, aber was bieten die denn jetzt am Ende dafür, außer sich ein Ei auf den Kopf zu zerschlagen? Ja, nicht viel. Aber es reicht aus, ja. Die Leute sind da begeistert und TikTok ist für mich ein Rätsel, ja. Ich weiß, dass ein gewisser Suchtfaktor, der dort immer vorhanden ist. Ein Clip ist relativ kurz, der nächste ist lustig, der nächste ist wieder nicht so gut. Und ja, dann bleibt man da irgendwie dran aus Langeweile. Aber ich muss sagen, man verblödet da, glaube ich, auch extrem. Und wenn man sich anguckt, was da für Leute erfolgreich sind, dann muss man das auch hinterfragen. Ja, ich spreche jetzt in erster Linie Aline Bachmann an, aber seht jetzt erstmal hier, was da abgeht. Ich fand auch zum Beispiel die Mandy mit ein, zwei Sprüchen echt lustig. Ja. Die hat dann auch mal offen gesagt, ja, du siehst ja dann auch, wie beliebt du anscheinend bei der Community bist. Und im Prinzip ist das ja auch clever, mit einer Aline Bachmann dort anzutreten. Man verdient gutes Geld. Ich glaube, die meisten machen das auch nur aufgrund dessen. Und die großen Freundschaften sind das dann, glaube ich, nicht. Ja. Das ist jetzt aber nur meine Meinung. Ihr könnt es ja auch mal unten reinschreiben, was ihr so denkt. Ob die jetzt wirklich alle so befreundet sind oder ob die wohl nur das Geld vielleicht auch am Ende sehen und sagen, komm, ich gehe mit der mal so in zwei, drei Matches und die haut sich sowieso ein Ei auf einen anderen auf den Kopf da und ich kriege hier noch ein paar hundert Euro nebenbei verdient. Ja. Im Prinzip ist es eine clevere Geschäftsidee. Ja. Es gibt schlimmere Jobs als so. Ja, aber ob das dann auch die Würde am Ende widerspiegelt, wenn man dann in den Spiegel guckt, ja, weiß ich jetzt ehrlich, ja, also schwierig. Ich würde da keinen Bock drauf haben, da mir irgendwelche Eier auf den Kopf zu schlagen, aber na gut, bei Aline Bachmann scheint es gut zu funktionieren. Seht selbst, was dort zu sehen ist. Irgendwas Großes und dann ist vorbei. 12,3 Zuschauer. Ja, Aline, ist vorbei mit dir. Kannst du mal sehen, wie die Leute dich leiden können? Ja, nicht. Gar nicht. Da kommt schon. 13.000 Zuschauer. 13.000 Zuschauer, Aline. 13.000, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. 13,3.000. Leute, alles, was geht. Die letzte ein. So, soll ich die in der Hand kaputt machen? Ich pack mal die Zwiebel wieder weg. Nee, hoch mit der Zwiebel. Nein, ich hab in der Hand, dann mach richtig so. Hoch mit der Zwiebel, bist du doch nicht fertig. Warum? Hoch mit der Zwiebel. Warte mal, das ist nur eins kaputt gegangen. Warte. Oh, das Ei geht nicht kaputt. Ich habe euch ja bereits in der Vergangenheit auch ein Video mal gezeigt, wo ich euch auch deutlich gemacht habe, wie viel Geld dort auch teilweise gespendet wird. Und wie gesagt, das kann mehrere hundert, ja, vielleicht auch bei den größeren dort ja auch mal mehrere tausend Euro in solchen Livestreams ergeben, wenn man mehrere Matches gegeneinander macht, vielleicht so einen ganzen Abend mit solchen Battles versucht ja, zu gewinnen jeweils, dann könnte ich mir gut vorstellen,
dass es dann regelmäßig auch große Summen für die TikToker dort gibt. Denn wie gesagt, so ein Löwe ja, ist mehrere hundert Euro wert. Selbst wenn dann an die Plattform die Hälfte oder 70% geht, dann bleibt immer noch eine Menge übrig. Ja, das muss man so deutlich sagen. Und ich habe wiederum aber auch überhaupt nichts gegen Support. Ich kriege selber Donations und Superchat-Spenden oder Kanalmitgliedschaften. Ja, ist eine super Sache. Aber am Ende ist es dann doch ein wenig komisch und strange. Ja? Wenn man dann so sein Geld verdient, finde ich. Ja? Also mir wäre das irgendwie zu peinlich und unangenehm. Und ich muss auch sagen, TikTok als solches ist mir einfach sehr unangenehm. Ich habe mir dort einen Account, ihr könnt mir dort gerne folgen. Ich habe nicht mal ein Profilbild, DaVinci YouTube heiße ich dort. Ihr könnt gerne gucken, ob ich da jemals was hochlade. Bislang habe ich da kein Format gefunden oder keine Idee gehabt, wo ich sage, das ist es jetzt. Ja? Und wie gesagt, einige Clips, ich möchte jetzt nicht jedem auf den Fuß hier treten, sind durchaus lustig. Es gibt auch bestimmt Leute, die sind gut in dem, was sie da machen. Aber mir kommt es so vor, als wäre das, was bei Facebook vor 10, 12 Jahren schon nicht lustig gewesen, aber doch trotzdem erfolgreich, dass das dort jetzt auch nochmal gemacht wird. Ja? Und welche ultrasentimentalen Videos, ja? Wie man einen Hund im Wald findet und dann den rettet und den dann badet und das dann hinstellt und alle Oh sagen oder halt und welche Leute, die teilweise total grenzdebil wirken und dennoch einen Haufen an Reichweite haben und dann dort auch ihr Geld verdienen. Ja? Ist ja nicht mal so blöd, ja, muss man ja auch mal ganz offen sagen, wenn man das dann auf so einem Niveau macht, dass man damit sogar Geld verdienen kann. Ja, gut, ja, wenn einem dann der Ruf egal ist, dann lebt sich es natürlich auch wesentlich einfacher. Aber ja, mir wäre das zu blöde. Ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben, habt ihr vielleicht auch generell TikToker, die man hier mal beäugen könnte? Wie gesagt, ich weiß, so ein 24 Tim und Co., den habe ich ja schon eine Playlist, aber vielleicht gibt es ja da noch so andere Knaller, ne? Also vielleicht Leute, die jetzt noch gar nicht so auf dem hier Radar bislang waren, die sich vielleicht lohnen würden, vielleicht für auch einzelne Videos oder vielleicht auch für eine TikTok-Playlist. Vielleicht habt ihr ja daran auch Interesse. Ich tue mir das für euch an. Ja? Also ich würde mir Mühe geben, dann dort auch neben Aline Bachmann, dem Wendler und der Anne Wünsche und Co. hier auch mal vielleicht so eine Playlist noch zu machen. Also könnt ihr unten mal ein paar Namen vorschlagen oder mir auch bei Instagram Sachen schicken, die ihr grenzwertig fandet so in Zukunft oder wenn alte Sachen auch passiert sind, die vielleicht jetzt noch relativ aktuell sind, dann könnt ihr mir das gerne bei Twitter und Instagram schicken. Ansonsten soll es das für heute auch gewesen sein. Vielen lieben Dank für euren Support. Danke für alle, die hier auch zugesehen haben. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich kann euch versprechen, es wird wieder trashig. Ja? Und bleibt am Ball. Und wie gesagt, das Abo ist hier kostenlos und drückt ihr einfach auf. Ich verlinke euch hier auch ein Video von Armin Bachmann, das letzte. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.